Hallo zusammen, mich jetzt wieder Chilla und Schuchi wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns mal ein Pet Battle Achievement angucken. Und zwar finden wir das einmal unter Haustierkampf und dann unter Kampf. Und hier haben wir einen Haufen neue Achievements. Die sind alle für die Taralak-Höhlen. Und dort müssen wir quasi mit jeder Art und Haustier eine volle Gruppe bilden und dementsprechend alle vier Meister umhauen. Und ja, dafür habe ich mir jetzt schon mal das Humanoiden-Achievement rausgesucht, also mit drei Humanoiden, vier Haustiermeister so rum besiegen. Und als erstes fangen wir hier mal bei Mardai an. Und die befindet sich in den Taralak-Höhlen auf den Position 6549. Und ich würde sagen, wir schauen uns einmal das Team an. Ich starte einmal durch mit Tiefenlicht. Tiefenlicht-Geschichtstreter. Okay, so heißt der. Rannis Wurzling und dann Schleimiger Dunkeljäger. Und dann schauen wir uns einmal die Fähigkeiten an. Da haben wir einmal hier die zweite Fähigkeit, die erste und die zweite. Dann haben wir 1, 1 und nochmal die 1. Und hier haben wir dann die erste, die zweite und die erste Fähigkeit. So, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Das ist hier anscheinend nicht ein Fight, den wir mit der Combo auf 100% besiegen können, aber mit ein bisschen RNG müssten wir es gewinnen können. Also, wir fangen als erstes an mit dem Strudel. Die Gegner sind hier auch, seht ihr, epische Haustiere, sie sind auch ein Ticken stärker, da muss man ein bisschen gucken. Dann haben wir hier Verprügeln. Meine Pets sind alle auf blauer Qualität übrigens, ne? Also das solltet ihr am besten auch haben. Dann haben wir den Fischklatscher. Dann haben wir nochmal den Fischklatscher. So, dann haben wir den soweit weggeklatscht. Jetzt kommt das zweite Pet rein. Wir switchen jetzt auch. Und zwar hier zu unserem zweiten Pet. Und jetzt hauen wir einmal dann den Sandsturm drauf. Oh, der hat gekrittet. Jetzt hoffen wir mal, dass das noch klappt hier. Dann hauen wir hier einmal Fokus rein. Dann elektrischer Funke. Elektrischer Funke drauf. Mal das zweite Pad down. Dann machen wir nochmal den elektrischen Funken. Den hauen wir jetzt so lange durch, bis unser Pad stirbt. Ah, wir wurden gesleept. Gut, dann können wir einmal passen. Jetzt hier getötet. Und jetzt holen wir hier das dritte Pad rein. Dann fangen wir an mit der zweiten Fähigkeit hier, Abwassereruption. Dann machen wir das Mondfeuer. Dann kommt die Schleimberührung. Jetzt hoffen wir, dass wir das noch alles durchkriegen. Da geht's down. War eine knappe Kiste, habt ihr gesehen. Er hat am Anfang, zwischendrin hat er auch einmal gekrittet. Wenn die Gegnerin zu oft krittet, dann könnte es auch hintenrum gehen. Gut, den ersten haben wir jetzt schon einmal abgehakt. Dann sind wir beim nächsten Meister. Und zwar hier bei dem Troll hinter mir, den Bezert. Der ist hier auf den Koordinaten 52, 66. Und ja, gegen den will ich mit folgendem Team spielen. Schneekugel-Yeti, mieser kleiner Helfer und Rani Schuh-Winzling. Und dort haben wir die Fähigkeiten 1, 1, 1, dann haben wir 2, 1, 2 und dann haben wir die 2, die 2 und nochmal die 2. Grüße, Mann. Würde ich sagen, legen wir los. Und ja, mir wurde schon gesagt, dass der ein bisschen einfacher sein soll. Jetzt gucken wir mal, als erstes machen wir das Brüllen. Dann sind wir nämlich wieder ein bisschen schneller als der. Ne, es hat anscheinend nicht ganz geklappt. Ah ne, das ist der Damage-Buff. Ups, ich habe mich verguckt. Das war nicht der andere. Dann Winterhauchgeschenk. Das macht nämlich einen Haufen Schaden. Wir sind nämlich gut gegen hier Flugtiere mit der Fähigkeit. Nächstes können wir dann den Schneeball schmeißen. Ah, mit dem machen wir 25% mehr Schaden. Das war nicht der Speed-Buff. Hab mich verguckt.
So, dann switchen wir zum miesen kleinen Helfer. Wir machen hier erstmal vermintes Geschenk. Dann machen wir den Schneesturm herbeirufen. Dann machen wir als nächstes die Eislanze. Nochmal die Eislanze. Nochmal die Eislanze. Nochmal rein. So, dann explodiert hier das Geschenk. Dann machen wir einmal den Schneesturm herbeirufen wieder. Sich jetzt hier einen Buff drauf gehauen, dass er 50% weniger Schaden kriegt. Jetzt gehen wir einmal hops. Dann holen wir unser letztes Pet. Mit dem machen wir als nächstes diesen Fliegenschwarm. Dann machen wir hier Schlag herbeirufen. Da geht er down. Gut, der war jetzt eh schon so low, da hätten wir wahrscheinlich den Fliegenfarm gar nicht mehr gebraucht. Das war jetzt auf Nummer sicher, wenn das nicht klappt mit dem. Gut, dann haben wir das auch fertig und können zum nächsten. So, dann kommen wir zum nächsten Meister. Und zwar bin ich jetzt hier unten bei den Koordinaten 45, 81. Und hier haben wir diesen Drogbar Orlok. Und gegen den, ja, fahren wir jetzt folgende Kombo. Ich habe jetzt einmal den kleinen bösen Wolf mit Speed Buff. Und da habe ich die Fähigkeit 1. Dann hier habe ich quasi die zweite Fähigkeit. Und hier habe ich die erste. Dann habe ich Todesflosse mit hier der zweiten Fähigkeit. Hier der ersten und da der zweiten. Und dann den Schneeyeti mit der zweiten. Hier der ersten und da nochmal der ersten. Ich sage, schauen wir mal rein. Dass wir das kriegen. Ich habe jetzt mal hier meine Kombi gerade ein bisschen hin und her probiert. Ne? Ich hoffe, das klappt jetzt so. Als allererstes wollen wir jetzt hier mal die Klaue aktivieren. Dann hauen wir jetzt als nächstes nochmal die Klaue drauf. Dann machen wir jetzt mal das Heulen an. Er taucht ab. Dann machen wir das Ausweichen. Dann kommt die Klaue. Also wie das aussieht, macht er die Fähigkeiten immer ziemlich random. Leider. Dann machen wir nochmal die Klaue. Also immer schön das Ausweichen dann einsetzen, wenn er abtaucht. Deswegen brauchen wir auch den Speed, dass wir quasi immer als Erste angreifen können. So. Jetzt nochmal die Klaue rein. Und ein letztes Mal die Klaue. Dann machen wir als erstes hier einmal die Klaue rein. Wird uns jetzt hier mal den Fluch draufhauen. Dann machen wir als nächstes das Ausweichen. Dann machen wir die Klaue. Dann nochmal die Klaue drauf. Na, jetzt haut er uns weg. Okay. Nehmen wir jetzt das nächste Pet rein. Gucken, ob das reicht. Das wird eigentlich schon reichen, ne? Okay, wir machen jetzt den tiefen Atem. Er geht jetzt zwei Runden, danach müsste man wegbreffen. Dann machen wir verbrannte Erde. Ja, ich habe vergessen, dass der ein magischer ist. Also hätten es, glaube ich, andersrum machen. Wahrscheinlich erst die verbrannte Erde. Na gut. Dann machen wir jetzt Brüllen auf ihn. Okay, dann müssen wir jetzt mit dem Schneeyeti das Brüllen draufkriegen. Und dann machen wir hier Toben. Gut ist, er kann jetzt nur das Gift auf uns draufhauen. Nochmal.
Und ein letztes Mal. Boah, das war jetzt so ein bisschen eine Experimentier-Kombo, die ich jetzt hier benutzt habe. Tatsächlich hat es so geklappt. Ihr könnt alternativ, wenn ihr den Todesflosse nicht habt, auch den rebellischen Wichtel nehmen und mit dem ein bisschen draufhauen. Ne? Ich wollte jetzt eigentlich mit dem tiefen A-Team ihn komplett wegcraften, aber das ist ja ein magisches, also das nimmt gar nicht so viel Schaden. Deswegen war Todesflosse jetzt eigentlich ziemlicher Käse, muss ich sagen. Der rebellische Wichtel mit Flammenwerfer und Brand wird wahrscheinlich auch reichen, um den zu töten. Das sind zwei kleinere Angriffe und ja, das sollte eigentlich auch gehen. Dann sind wir jetzt beim letzten Meister. Und zwar befindet sich die in der Höhle, hier bei den Koordinaten 38, 49. Der Höhleneingang ist von hier rüber, ne? Also wenn ihr den Weg lang geht, da stehen auch so Darajir davor, da könnt ihr rein. Und ich habe mir jetzt ein schönes Team zusammengesucht. Und zwar haben wir einmal den Grumpling, Vater Winters kleiner Helfer und Vater Winters Helfer. Das sind die drei Pets, sind alles vom Winterhauch-Event. Dann nehmen wir 2, 2 und 1. Dann haben wir 2, 1 und 2 und hier haben wir 2, 2 und nochmal 2. Gut, dann legen wir los. Die Sonne wird uns leiten. Und ja, als allererstes setzen wir das Winterhauchgeschenk ein. Danach hauen wir einen Frostschock drauf. Und dann gibt es ein paar Schneebälle ins Gesicht. Und zwar einen. Und dann noch einen weiteren. So, jetzt kommt das zweite Pet rein. Gut, jetzt können wir nicht mal sonderlich viel machen. Wir hauen jetzt einfach einen Schneeball drauf. Gut, der wurde jetzt ordentlich weggelasert. Heißt, wir holen das zweite Pet rein. Dann machen wir wieder das Winterhauchgeschenk. Machen wir einen Schneesturm. Der muss sich jetzt erstmal erholen, ne? Hat schon viel geleistet hier mit seinem Breath. Und jetzt können wir einfach ein bisschen Eislanzen draufhauen. Solange der unterkühlt ist, machen wir nämlich noch ein bisschen extra Schaden. Deswegen haben wir auch das Wetter, den Wettereffekt draufgehauen. Und ja, jetzt kommt das dritte Pet rein. Einfach wieder Eislanze drauf. Können wir mal gucken, was macht mehr Schaden. Ich glaube, das macht so tatsächlich sogar einen Ticken mehr noch. Also hauen wir nochmal den Schneesturm drauf. Dann können wir wieder das Winterhausgeschenk drauf machen. Das würde uns wahrscheinlich töten. Ja, leider, schade. Aber wir haben ja noch ein Pet und mit dem hauen wir jetzt das Winterhausgeschenk drauf. Müsste das eigentlich dann gewesen sein? Ja, da geht er down. Und damit gibt es dann auch das Achievement für alle vier von den Trainern mit Nomoiden Pets besiegt. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich werde, wie gesagt, zu den anderen Achievements auch immer noch ein Video machen. Ihr seht, da habe ich auch schon ein paar. Und ja, wenn wir dann alle haben, gibt es dann auch noch ein schickes Meta-Achievement mit einem Pet als Belohnung. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut euch die anderen Videos noch an. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.